Servus Outdoor-Freunde und herzlich willkommen zur Tour der Geiersteine. Heute gehen wir mal ein bisschen an die Geiersteine, gibt ein paar schöne Felsen zu sehen. Das Ganze ist hier zwischen Lug und Annweiler, sehe ich gerade zum Schild daneben. Jo, müsste eigentlich eine interessante Tour werden, wie man jetzt hier gleich im Offen gesehen hat. Direkt mal steil hoch, aber heute soll es gar nicht so steil werden, sind wir mal gespannt. Jo, wie immer, wenn ihr Bock habt, gehen wir gerade mit. Und wie immer, natürlich bin ich nicht allein. Da haben wir noch die Anna da, die kenne ich irgendwo her. Hallöchen. Mein Chefchen geht auch wieder mit. Gucken wir mal, wie sie wieder vorrennt. Unglaublich. Jetzt geht es erstmal zum Anstieg. Wie ihr seht, hinter mir im Moment noch nichts Spektakuläres. Aber, hoi, wir sind im Wald. Gell? Ja. Eigentlich ist es ganz interessant. Ich bin mal gespannt. Okay, irgendwann haben wir die Tour mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr wann. Wahrscheinlich habe ich schon noch per YouTube gemacht. Also schon ein bisschen länger her. Erster Fels in weiter Ferne. Sieht von hier aus wie ein Gesicht. Susi Outdoor ist halt wieder meine Navigationsfrau. Sehen das? So, guck. Machst du Navi? Ja. Navi. Und es geht wieder in den Wald. Schön. So, feinde Silence. Ich habe kein tappische Fies, ich hatte pappische Fies. Nee. Pappisch. Hochdeutsch, matschige Schuhe oder Füße. Oh. Ja. Dreckige. Dreckige. Ach, dreckige. Okay. Noch sind wir am Waldrand, wobei dieser Waldrand besser ist wie beim letzten Mal. Ist nämlich schon kühl. Schwitze tun wir trotzdem schon. 23 Grad soll es heute noch geben. Jo, wie immer. Gefühlt. 30 Grad. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall gefühlt, oh, guckt wie ich glänze. 32,5 Grad. Mindestens. Ja, und die Frau hat Kopfweh. Deswegen habe ich auch meine Navigationsfrau dabei. Heute nicht mal Frau. Und die Frau kann man vergessen heute. Ja. Und meine Hundeführerin. Ja. Also. Ja. Herrliche Ruhe, bis auf mal gebabbel. Kein Mensch doch. Oh, falsch, gell? Einer haben wir getroffen. Ein Pärchen. Die haben auch gerade Weg gesucht, so wie wir. Im Moment sind wir gerade maximal verwirrt. Irgendwie hätte man einen Weg laufen sollen, der gar nicht existiert hat. Dann sind wir auf den Landstraße gelaufen. Oben haben wir dann gesehen, ach, da war ein Weg, total zugewachsen. Jo. Und jetzt geht es gerade wieder hoch, runter, hoch, runter. Eben so maximal Steigung, so schön, ich kenne das, so gediegene Steigungen, so, die dann einfach irgendwie nicht aufhören wollen. Ach, ich lieb's, das kommt gleich noch Treppe. Ich lieb's einfach. Du auch, gell? Herrlich. Ja. Treppe, absolutes Favorit. Ja. Jetzt sind wir genau auf dem Punkt, wo Komoot sagt, das da ist die einzige Steigung, die ihr habt. Habt. Ja. Wir sind aus dem Auto raus, ein paar Meter über die Landstraße, rechts hoch, direkt der Buckel und seitdem laufen wir eigentlich hoch. Gut, das da ist jetzt richtig steil. Nein, vielleicht sieht man es gleich. Moment! Sehen das an der Susi Outdoor vielleicht. Winge mal! Warum läufst du so gepickt? Hast du schon einen Buckel? Ach so. Die Buckelfrau. Aha. Ich war schon nicht. Okay, gefühlt noch 2,5 Stunden bergauf, sind wir jetzt am, wie ist da? Runder Hut. Jetzt hoffen wir, dass wir so vorne irgendwo hier platschen können, weil wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Mein lieber Scholli, ist der steil hochgegangen. Immer wieder witzig mit dem Komoot. Ich hoffe hier bloß, dass es nicht weiter steil hochgeht. Lieber Gott, aber es rennt jetzt sich. Frau findet schon die Bank. Ich sehe nur die Aussicht. Na, wenn sich das mal nicht schon gelohnt hat. Ach, und eine herrliche Bank. Die Frau besetzt sie jetzt gleich, bevor noch Leute kommen. Und wir gucken mal, was da noch los ist.
Da ist er, der runde Hut. Bezeichnungen haben die in der Pals, gell? Unglaublich. Wahnsinn! Wenn das mal kein Panorama ist, dann weiß ich auch nicht. Und das Wetter wieder. Jetzt kommen schon die erste Wolke. Es soll gegen Abend regnen. Ich bin mal gespannt, aber bis dahin sind wir schon durch, glaube ich. Okay. Da gibt's Mamfi jetzt. Natürlich ist unser Bank für die Rast volles Programm in der Sonne. Ja, nee, ist klar. Wie immer bei uns. Einfach kann jeder. Aber guckt mal, was wir vor Aussicht haben beim Essen. Ui, da haben wir ja schon wieder eine Burg. Irgendwie habe ich es in letzter Zeit mit Burgen. Ich bin mal, da muss ich auch mal jetzt auf dieser Tour auch noch eine Burg finden. Ich glaube es aber nicht. Aber es ist schon wieder eine andere Burg noch geplant. Lasst euch überraschen. Leider nur mit Weitsicht. Ich meine, so, wenn man jetzt hier guckt, ist es nicht weit. Auf der Kamera sieht immer alles ein bisschen weiter aus. So, ist aber eigentlich gar nicht schlecht, dass man das Hund sieht. Da können wir ein bisschen trocknen, aber wir sind klatschnass. Alter Schlappe. Unglaublich das Wetter heute. So, jetzt guckt mal Frage noch. Da kommen wir nämlich runterlaufen zu dem Fels. Hoffentlich macht ihr gescheite Bilder und dann geht's los. Ich hab Hunger, mein lieber Mann. Ich habe nicht viel gegessen. So eine Handvoll Nüsli. Ja, so ist es halt. Hashtag die Wampe muss weg, ne? Also, Mahlzeit. So, gestern haben wir. Kaum haben wir gesessen, sind die erste Leute gekommen. Wir kommen jetzt an die Geiersteine. Das sind jetzt so die Attraktionen. Dann ist halt ein bisschen was los. Guck, guck. Guck, Maja. Wollt ihr auch mal Kuckuck machen? Halt. Schöne Wege, schöne Wald, schöne Mischwald. Da könnt ihr jetzt mal Kuckuck fahren. Da könnt man sehen, wie steil das mal schon gelaufen ist. Und gerade schon wieder, da geht es schon wieder auf. Alter. Heut, mein Lieber. Heut ist der Punkt, wo sich mein Gebabbel von letztem Mal rächt. Was habe ich gesagt? In der Wald will ich. Schön, vom Wege steil ist geil und so. Heut kriege ich. Aber das ist gut. Ich finde es richtig gut. Vor allen Dingen, ich habe keine Probleme. Zumindest mal das, was die ganzen Probleme waren. Läuft. Da ein Problem habe ich immer noch. Unglaublich. Ja. Aber alles andere macht keinen Ärger mehr. Bisschen die Fitness, aber bei meiner Frau auch, gell? Jetzt kommt doch mal mein Gipsarm hat. Gerade hat. So. Schön ist. Endlich mal wieder Felsen, gell? Und schöne Wege. Und ein Krach wie Sau im Hintergrund. Was das auch immer ist. Das ist die Maja Knackarschcamp. Alles klar. Komm mal her. Maja, hier. Ab zu Mama. Nee. Ab. Maja, hier. Yes. So, da haben wir die nächste Geiersteine. Ich möchte mal gerne wissen, warum die Geiersteine Geiersteine heißen. Müsste ich vielleicht mal recherchieren. Ein bisschen recherchieren. Ist aber auch ein hocherotischer Spot, gell? Recherchieren. Wahnsinn. Ja. Jetzt, wo ich die Geiersteine wieder sehe, kann ich mich auch wieder daran erinnern, aber es ist schon lange her, wo wir hier waren. Ist halt blöd bei Komoot, kann man das nicht markieren, also schon, aber
Da habe ich dann kein Datum drin gehabt und so. Ach, das war immer selber Quark. Ich schmiss das einfach mal anständig aufräumen und dann wäre es gut. Ja, mal wieder Pause machen. Ah, guck mal, da ist wieder Pauseplätze. Ach, da ist die Bank. Ja. Ja, super. Da machst du nicht lange Pause. Ja. Dann bist du tot gestochen. Aber schön ist. Cool. Also das ist einmal aber ein Unterschlupf dann, wa? Wenn es jetzt regnen wird. Cool, ja. Wenn das? Oder wenn die übernachtet hätte ich doch nicht mit deinen Schnurken. Außer du hast schon mitgeschält oder irgendwas. Ich okay, alles werde ich euch eh nicht zeigen können, weil ich werde das Video wieder 80 Minuten lang. Ich habe die letzten zwei Videos schon mega hart schneiden müssen, mein lieber Mann. Ne? Ja, so ist es. Haben wir so viel gequasselt. Ja. Ich will nicht Maja wieder klettern. Ja. Maja, die Bergziege. Schön. Boah, bin ich eben erschrocken. Das da sind dann die berühmten Bakterien-Lochsteine aus dem Jahre 3000 vor Christus, glaube ich. Ja, so irgendwie. Die leuchten nachts. Ja. Und wenn einmal das nicht klappt, dann liege ich euch was anderes vor. Dann liege ich euch, Alter, was ist Deutsch? Dann lüge ich euch was anderes an. So, jetzt haben wir es. Oh, jetzt wird es aber wirklich. Also jetzt fühle ich mich gerade weiter. Mir wurscht. Uiuiui, jetzt wird es aber. Das machen sie doch alle an der Kamera vorbeilaufen. Da mache ich Sachen mal. Tschüss. So, Lili, jetzt sind wir am Fels Maus. Frag mich nicht, warum das Ding Maus heißt. Bei mir wird er eh heißen, ich fall gleich um oder so. Aber auch hier schön mit Moos bedeckt. Ja, okay. Mensch, heute nuschel ich einer weg. Ich bin, glaube ich, ein bisschen ausgetrocknet. Ich müsste mal ein bisschen mehr trinken. So, einmal wende. Und ich verstehe immer noch nicht, warum das Ding Maus heißt. Ah, vielleicht wegen dieser Maus da. Ja! Ah, geht aber nicht. Oder vielleicht wegen dieser Maus da. Was ist der nächste Fels? Wie heißt der? Ich guck's gerade mal. Er hat neunmal kluge Spiele und dann gar nicht wissen. Ne? Ja, sind sie wieder. Der Katerfelsen. Der Katerfelsen. Der Kater oder der Kater? Der Kater. Dann kommt der Katzenfelsen. Habt ihr das gehört? Das da ist jetzt der Katerfelsen oder Katerfelsen. Ich hab's nicht gelesen. Wie der Kater. Ja. Was war ein Kater? Der Katzenkater? Ja. Ach so. Okay, der Katzenkater. Also. Der ist aber schön. Und groß. Leckst mir Morsch. Da leckst du ihn nieder. Haben's gesagt. Geil. So, es gibt schöne Fotos von Instagram, ne? Obwohl wir da irgendwie gar keine so richtige Lust mehr haben. So, Deli. Da geht's ja schon wieder. Ei. Ach, da blüht mein Hetzel auf, gell? Das ist die Katze. Das ist vorne war der Kater und das ist jetzt die Katze, oder was? Ja. Lieber Gott. Die Pelzer, die haben Idee, vernommen, da fällt da nichts mehr hin. Die Pelzer wieder. Ei. Schlafe ich ziehen, Saarland. Oh, wenn das mal Kumpel sehen. Lieber Gott, die steinigen mich. Also kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, die Tour. Und obwohl jetzt doch ein bisschen was los war, haben wir eigentlich unsere Ruhe. Wunderbar, schöne hohe Felsen. Hat die gejault eben?
Unglaublich. Wer geht denn da mit wem? Naja, weil ich vorgelaufen bin. Das hat schon gepiept. Manchmal rentiert es sich auch mal wieder eine Tour zu wiederholen. Vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, wie es bei einem ausgeht. So ist der Junge mit meinem Problem. Och, ich wollte da nicht allzu weit fahren, dass ich dann abbrechen muss oder was. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz, die nächste Tour die ist dann ein bisschen weiter und ein bisschen länger. Und so wie es aussieht, auch ein bisschen schwerer. Aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Also immer schön dranbleiben. Ne? Ihr wisst, abonniere, die Glocke drücke und dann kriegen wir das auch mit, wenn wir auf die nächste Tour sind. Und natürlich, Like nicht vergessen. Es ist immer schön, wenn dann auch noch ein schönes Kommentar unten drunter ist. Wir freuen uns ohne Ende. Sieht man vielleicht auch an den Antworten, wo ich gebe. Das ist wirklich nicht gelogen. Das ist wirklich echt. Ich freue mich immer. Für jeden Neue, für jeden Alte. Hört sich ein bisschen blöder. Immer wieder geil. Da haben wir noch eine schöne. Auf den Nadeln, die da auf dem Boden liegen. Im Moment, das fühlt sich gerade an, wie wenn man auf dem Teppich schlafen wird, gell? Ja. Ganz weich, das ist Wahnsinn. Was? Weich. Ja, weich, genau. Was habe ich gesagt? Weich. Die Pelzer, die sagen weich. Du Dappes. Babbel nicht. Das war nicht pelzig. Und dann hält es nicht Halsguschen, sondern Halsguschen. Wenn schon, dann mach's richtig. Wie wenn wir noch nie in Bayern gewesen wären. So, heute freue ich mich richtig. Jetzt wird es auch ganz heftig abgekühlt, aber ich finde es gar nicht schlecht. Also weder gepinselt kommt auch nichts. Ach, apropos, ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, der Weg ähnelt sich mit dem Weg, den wir da schon vor längerer Zeit mal gefilmt haben. Vor, ich glaube letztes Jahr irgendwann. Und das war mit dem Ordnungsamt, mit der Visitenkarte. Ja. Was sind das für Bäume? Habe ich gerade mal gefragt, Frucht, die weiß es nicht. Obwohl es eigentlich klar ist, ich zeige euch jetzt bewusst nur die Stämme. Aber man sieht es auch, wenn man da auf den Boden guckt. Natürlich, Bushcrafters Lieblingsbaum, Kiefer. Woran erkennt man das? Ich sage immer an der Rinde, die aussieht wie so ein Panzerkett. Und an den Nadeln, die aussehen wie so ein Pinzett, wo immer so zwei Stück so zusammen sind. Ich will mich jetzt nicht pickeln, ich würde es euch zeigen. Also, falls ihr es noch nicht gewusst habt, habt ihr wieder was gelernt. Du auch, gell? Ja, ja. Ja, und warum ist der Baum so interessant? Nee. Kiefer? Ja. Warum ist der so interessant? Tee. Was? Tee. Tee? Ja. Hast du einen Macke oder was? Kiefertee. Ja. Kienspan, du Eierkopf! Nee. Alter, Alter, Alter. Das ist unglaublich. Die Pfade, die werden immer geiler. Schön steil. Und schon wieder ein Fels. Also die Abkürzung hat nicht Wege da. Ganz im Gegenteil. Bisschen Weg gespart, unnötige und noch mehr Felsen gesehen, wie wenn man offiziell gelaufen wäre. Jo. Ich müsste mal wo endlich dieses Jo abgewählen. Und dieses So. Das ist ja nicht nur ein Bänkchen. Das ist ja ein schönes Bänkchen. Aha. Und weißt du, was es ist? Das fällt mir jetzt auch ein. Da waren wir schon mal geguckt. Da haben wir es. Ups, sorry für die Wacklerei. Hey, das ist aber geil. Super. Wenn es jetzt ein bisschen wackelt, sorry. Zoom ist drin. Und wie ihr seht, ich weiß nicht, ob man sieht, es weicht nicht. Ja, nee. Wie das jetzt so weit aussieht, das ist gar nicht so weit. Kann ich nicht spucken. So, wie ihr vielleicht hört, Moment, oder seht, man sieht es nicht, oder? Ich weiß es nicht. In jedem Fall ist es jetzt schon mäßig, also das wird auch schon wieder nicht gestimmt. Aber da hätte man ja auch einen ganz kleinen Unterschlupf. Naja, wir gucken jetzt mal, wir müssen jetzt erstmal das Zeug einpacken und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, wenn das jetzt das Mäßige ist, könnte man vielleicht noch Glück haben, oder? Das Rausch ist schon fortgerannt. Ah, nee, da ist er. Es ist unglaublich mit unserem Hund. Es regnet. Das müsst ihr euch auch gucken. Die hat es auf einmal mega eilig. Das, Alter, was ist denn das für ein Weg? Wie geil ist denn das gerade schon wieder? Ist das ein Hammer.
Nee, ich gehe da rum. Vor euch flach liegen, ne, geht nicht. Ich gehe da rum. Hui. Ah. Sorry, hat ein bisschen gewackelt. Moment, ich muss euch mal ein bisschen Ketzer machen. Oi, 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 schön ist. So, so. Das habe ich doch tatsächlich gedacht, da wird nichts mehr kommen. Habt ihr das gesehen? Wie geil das war wieder. Ei, ei, ei. Ich hätte mich jetzt grün und gelb geärgert, wenn ich schon alles weggepackt hätte. Ah, im Moment geht's noch. Der Wald ist dicht. Meine Frau ist fort. Wenn es regnet, rennen so die Mädels. Die vierbeinigen Mädels wie die zweibeinigen Mädels. Wenn die Wasser abkriegen, rennen sie. Alla, alla. Heute sind wir richtig schnell. Heute, ich glaube, heute waren wir richtig fit. Wir haben nur endlich Pause gemacht. Ja, und da eben kurz vor den Rucksack einzupacken. Und ansonsten sind wir jetzt durchmarschiert, obwohl es ganz schön steil war. Ne? Ja. Also heute sind wir stolz auf uns. So kann es weitergehen. Meine Füße tun auch nicht weh. Alles im grünen Bereich heute. Darmprobleme habe ich auch keine gekriegt, aber ich hätte auch nur, da wird halt Emmo, ich habe eh Freikart für Emmo in den Wald zu kacken, also und daher alles gut. Ja, jetzt nochmal zu der Tour. Es waren knapp 11 Kilometer, ich glaube 10,8 Kilometer und 180 Höhenmeter bzw. Steigung. Kühl waren es mehr, oder es waren 180 Meter, aber mehrfach. Das haben wir ja auch schon oft genug gerade jetzt bei dem komischen Komoot. Ja, wie gesagt, ich habe gewusst, was kommt, weil wir die Tour schon mal gemacht haben, aber schon länger her. Und wie fandst du die Tour, Fräulein? Schneeschuh daneben? War schön, ne? Voll, ja. Felsen geil. Schmale Pfade. Schön. Bisschen auf der Felsen rumkrabbeln müssen. Ja, ich fand's gut. Wenn jetzt noch ein Klettersteig dabei gewesen wäre, hätte ich Befriedigung gehabt. Ja, weil oben gibt's keinen Döner. Doch, da ist nicht da. Wir machen uns heute ein gutes Gulasch, gell? Ja, ist eigentlich ja, schon fertig. Ist eigentlich schon fertig, müssen wir aber nochmal aufwärmen. Richtig, so muss es sein. Ja, ich fand die Tour auch, wie gesagt, geil. Und wenn ihr sie geil gefunden habt, wisst ihr ja, ihr müsst mal ein Däumchen da. Und schönes Kommentar, da freuen wir uns immer. Ja, ist halt immer wieder Motivation weiterzumachen oder mehr zu machen und so weiter. Jo. Wie ihr hören oder sehen, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Es regnet jetzt immer schlimmer. Bis wir im Auto sind, sind wir wahrscheinlich nass, aber wir sind gar nicht mehr so weit weg. Vielleicht ist noch ein Kilometer oder was. Ne? Ja. Wenn überhaupt. Deswegen sage mal in diesem Sinne, tschüss. Wie immer wünsche ich euch was sehr, sehr Schönes. Und die Soneva sagt auch noch irgendwas, glaube ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt auch immer selber, gell, so wie ich. Okay. Ja, ja. Also, ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn die Pfalzwölfe wieder an Tour sind. Und sorry, dass ich jetzt auf den Boden gucke, weil wir sind schon wieder auf dem Brabbelweg 13, aber es geht. Sind nur so Stelle. Okay. Ciao!